Wie geht's denn seinem Kollegen? He's dead. Aha. Hey Leute, Semigäschen so und wir spielen halt wieder LCPDFR. Und ja, ich möchte euch mal ein paar Infos geben. Erstens, ich kann auf den Kanal zugreifen, habe jetzt einen Zweitkanal, der heißt Semigatin. Der wird, wenn es funktioniert, wird der auf die Kommentare von euch manchmal antworten. Ja, wenn nicht, dann wird der Kanal wieder geschlossen, ganz einfach. Der hat also die Rechte, euch zu antworten, ja? Nicht, dass ihr euch da wundert, ist kein Fake, weil das ist ein semiger Team mit meinem Profilbild und meinem Kanalbanner, der hat das Recht, euch zu antworten. Ja, und dann, ich bin in einem Clan, in einem SPFA-Clan. Und ja, darüber geht das Video halt auch. Ja. Ja, ich bin in dem LCPDFR-Clan. Okay. Zwar im GEP-Clan. The German Elite Police. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da dem auch beitreten würdet. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung, genau wie der Link zum Macher des Packs, meinem Leiter, so meinem Chef sozusagen, meinem Vorgesetzten. Mal schauen, vielleicht lasse ich mich eventuell zum Ausbilder machen, dann kann ich euch nämlich ausbilden, dann können wir mal zusammen ein bisschen Streife fahren im Multiplayer. Und ja, wie ihr erst seht, unten links, neue Minimap, finde ich ganz cool. Haben wir hier einen BMW, ein 5er BMW von der Hamburger Polizei. Was ist denn hier los? Hamburger Polizei. Einen VW Passat B7 von der Hamburger Polizei. Einen, wie ich finde, sehr, sehr, sehr geilen BMW. Ja, jetzt habe ich etwas rausgenommen. Ja. Dann noch einen relativ doch schon sehr geilen Mercedes-Benz. Auch nicht schlecht. Einen Mercedes-Benz Vito. Eine verbuggte Police Duplicate. Einen verbuggten Enforcer. Obwohl ich eine Handy-Datei eingefügt habe. Fragen diese Fahrzeuge einfach bei mir rum. Deswegen werden wir sie nicht fahren. Ja, den zeigen wir natürlich auch noch mit Blaulicht. Den kennen wir aber von Schirmert, den haben wir in der ersten Folge schon gefahren. Ein bisschen diese German Mods hat auch den. Der Macher gehört auch zum German Mods Team, soweit ich das richtig verstanden habe. Ich bin da dann nämlich so ganz selbst durchgeblickt. Ja, und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch da beim Clan bewerben würdet. Das ist echt leicht. Also nicht, dass es eine billige Bewerbung ist, aber es ist echt leicht, sich da zu bewerben. Nicht, dass ihr denkt, oh ja, ich bin nicht so der Boss im Bewerbungsschreiben. Deswegen lasse ich es. Nee, das ist gar nicht so schwer. Ja, wir fahren heute. Komm, fahren wir mal in dem. Ich will den unbedingt fahren. Ich weiß, wir fahren in letzter Zeit ziemlich viele Deutsche, aber gut. Dann haben wir natürlich noch. Hier. Schläger, dann haben wir hier. Eine Glock. Das, wir können weiter gucken, soweit ich weiß. War die M4 auch noch gemoddet? Als AUG? Warum auch immer man die M4 als AUG macht. Habe ich noch nie verstanden. War die MP5 auch? Ne, die war nicht gemoddet. Oder? Ich will remove die Waffen dann alle wieder. Nein. Die Barretta war hier so wie ich und die haben dafür, ich hatte ja die normale Pistole und die haben halt Desert Eagle wie meine alte Pistole, wie meine Walter P.
Eigentlich ist es da oben das Bild, soweit ich weiß, von der Walter P, aber das hier, also P99. Aber hier ist es eine Glock. Egal. So, das heißt, wir removen erstmal alle Waffen. Geben uns dann einen Baseballschläger und eine Pistole. Ja, genau. Dann fahren wir halt mal in einem saugeilen BMW. Mal wieder BMW. Vielleicht merkt man langsam, dass ich ein BMW-Fan bin. Ah, TÜV hat auch keinen. Ich muss GTA neu aufsetzen. Durch den Trubel habe ich jetzt vergessen, irgendwelche weiteren Skripts zu installieren. Das heißt, den Police Helper habe ich zwar, aber sonst halt nichts. Ja, bitte fahren Sie. Das bringt sehr viel. Dann haben wir neue Sirenen. 1, 2, 3. Ja, also. So, 2 Sirenen. Kann man jetzt nicht schon besser? Ach, wen interessiert's, dass hinter meinem Polizeiauto mit Blaulicht steht? Der hat einer, wenn die Fahrfahrt mit Wald haben sie eigentlich. I order you to stop that vehicle. Dispatch, I'm reporting in on pursuit. Ja, war ja klar. Units report a suspect resisting arrest on Crockett Avenue. Ich weiß nicht, ob der auch gemeldet ist. Die Feuerwehr ist gemeldet und der RTW ist gemeldet. Dispatch Air Unit from East Holland 4. An officer in need of assistance in Old Beach. Suspect headed east on Broke of Dukes Expressway in a yellow taxi. Oh. Looks like he's heading south on Broke of Dukes Expressway. Waffe. Entweder ist mein GTA voll im Arsch oder ich konnte sie einfach so nicht festnehmen. Da haben wir eine Ambulanz, die ist schön eckig. Nichts gegen dich, Chimots, falls du das Video siehst. Vielleicht erstellt sie mir auch noch eine, wer weiß. Ja, wäre sehr genial. Dann haben wir den ersten Einsatz hinter uns. Ich glaube einfach mein erster GTA ist im Arsch. Das kann alles sein. Attention all units, we have a report of criminals disturbing the peace on Onondaga Avenue. This is Bullock. Bullock is what the F? Pardon my French. Let's go. Oh, der Flaffer ist aber schon ein bisschen demoliert. Over now, you have been warned. So, wir machen es jetzt mal wie in Amerika, wie in Deutschland, normal. Oder? Stellt sich auch mal. Machen wir einfach mal nur das hier an. Looks like he's going north in Beechwood City. Was ist jetzt hier? I need air support here, dispatch. Dispatch air units from Francis International 4. An officer in need of assistance.
Dispatch, I'm reporting in on pursuit. Attention all units, we've got a criminal resisting arrest. On Broken Dukes Expressway. Control, dispatch air unit from Lower Eastern 4, an officer in need of assistance. Hört sich jetzt nicht an die nächste Straße, ich kann schon, sonst haben wir zwar nichts gewesen. Danke, dass die also heute nicht auf dem Weg ist. Du sollst nicht mir hinterher fliegen, du sollst den Typen suchen. Gut. Ich hole jetzt nochmal jemanden ans Halt, der auch flieht. Pull over now! Das gibt's ja. Dispatch, I'm reporting in on pursuit. Units report, a suspect resisting arrest. On, Broke of Dukes Expressway. Das gibt es ja nicht. Können sie nicht mehr fahren, das ist das Problem. I need air support here, dispatch. Dispatch air unit from Francis International 4, an officer in need of assistance. Geht's unserem Kollegen? He's dead. Aha. Okay. Oh mein Gott, dieses Spiel ist so der größte Müll. Okay. Okay. Ich habe wahrscheinlich gerade maßlos übersteuert. Dieses Spiel macht mich fertig. Ich feiere diesen BMW so hart. Ich würde ihn ja gerne mal zeigen. Ja, sehr geil, oder? Okay, dann fahren wir mal. Wir machen halt, da wir so ein Fahrzeug haben, die Autobahnpatrouille mal richtig. Deswegen. In einem darauffolgenden Video. Ja, klar, das ist ein früher als das andere Video, deswegen nicht wundern. Was ist mit dem hier? I order you to stop that vehicle! Das ist also hier erstmal der Hinterstand. Das kann ich mir schon mal vorstellen. Damit er nicht gleich losfahren kann. So. This is control. Dispatch a paramedic team to an officer in need of assistance in Francis International. Oh mein Gott, dieses Spiel. Soll ich gleich zwei Ambulanzen gerufen?
unter uns so aussieht. Ne, da hinten. Hallo. Ah, da. Ich hätte gerne mal ihre Personalien gesehen. Sie sind der Erste, der mir heute flieht. Mr. Ghana. Ahmad Ghana. Wie findet ihr dieses Pack bis jetzt so? Ich find's ganz sweet. Ich find's sweet. Bitte der Quinn dann das mit dem, wenn dann das mit dem Ding noch funktioniert, mit dem Clan richtig Streifen fahren und alles. Aber dafür möchte ich mich hier einsetzen, dass es auch wirklich funktioniert. Sie fahren ziemlich, ja, rücksichtslos. Und dann sehen Sie, dass er einfach fährt, wie es ihm gerade passt. Langsam, schnell. Ja, mein Gott, dann geh halt vorbei, oder? Available units respond to a shooting in Meadows Park. Ungewöhnt sich dran an die. Da ist mein Spiel irgendwie lauter geworden. Wahrscheinlich hat man mich. I seek you.